Herzlich willkommen zu Moon Talk Nummer 196. Ihr habt es gemerkt, auch diese Ausgabe muss ohne Intro auskommen. Denn wir haben leider wieder eine unschöne Nachricht zu vermelden, und zwar den Tod von Jorge Giant Gonzalez oder auch El Gigante. Damit müssen wir leider beginnen, und dazu begrüße ich wie immer den SPD. Ja, hallihallo, JFK. Und natürlich auch den Conway. Auch hallo von mir. Ja, ich sage jetzt nicht, wohin wir schalten. Ich begrüße einfach so den Cyber Mike. Ja, guten Abend, guten Tag. Ja, es ist ja leider tatsächlich so. Makabererweise wurde es auch schon ein paar Mal so gepostet. Der Todesfall der Woche, sozusagen. Ja, El Gigante, Giant Gonzalez. Auch wieder ein Kultgimmick aus den 90ern, Anfang der 90er, wobei natürlich bei der WCW schon vorher zu sehen war. Ja, aber ich glaube, die meisten kannten ihn tatsächlich in diesem, wie soll man das nennen, Ganzkörper-Nacktanzug, der so ein bisschen Airbrush-mäßig aussah. Und natürlich seine Fehde unter anderem gegen den Undertaker bei WrestleMania 9. Das war, denke ich, so das Highlight, das, was man auf jeden Fall am ehesten mit ihm in Verbindung bringt. Ja, und er starb am 22. September im Alter von 44 Jahren. Und ja, hat er lange mit einer Krankheit gekämpft. Diabetes. Richtig. Ja. Ja, es hing wohl auch mit seiner Größe zusammen. Hm. Ja, es ist ja immer eine Sache mit den Genen und mit dem Stoffwechsel und mit allem drum und dran. Also die Großen haben es ja nicht leicht. Ja, davon kann ich ein Lied singen. Ja. 2,29 Meter ist ja schon. 2,29 Meter, ne? Ja, ja, inoffiziell. 2,44 Meter. Genau, früher hat man ihn, glaube ich, immer als 2,45 Meter oder so angekündigt. Ja, immer ein bisschen größer geschummelt natürlich. Da sah dann selbst der Taker daneben aus wie ein Midget. Ja. Also wirklich unglaublich. Ja. Gut, was gibt es zu sagen zu ihm? Ja, ich glaube, was ganz erwähnenswert ist, ist die Fehde gegen den Undertaker. Da ist er ja damals, hat er sein Debüt gegeben bei der WWE, beim Royal Rumble 93. Und hat den Undertaker mehr oder weniger eliminiert. Er hat ihn ja das unterste Seil damals rausgezogen und geprawlt. Und ja, dann kam es zum Match bei WrestleMania 9. Ja, richtig. Da war dann ja auch Chloroform, glaube ich, noch im Spiel. Genau, ja. Hm? Und ja, er hatte ja Harvey Whippleman als Manager. Ja. Auf jeden Fall ein Bild, das mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist mit der Größe. Ich weiß, wie er ins Wrestling-Business überhaupt gekommen ist, zumindest mehr oder weniger. Er war nämlich ursprünglich in der NBA, also in der Basketballliga in den USA. Richtig, ja. Ist ja bietet sich ja bei der Größe an. Allerdings war er zu langsam für die ganzen Profisportler da. Und in dem Team, in dem er war, das gehörte zufällig auch Ted Turner. Und ja, als es dann hieß, du bist zu langsam, kam dann Ted Turner zu ihm, hat ihn gefragt, ob er nicht in der WCW anfangen will, und so kam er dann zum Wrestling. Hm. Ja, ja, die Atlanta Hawks, das macht schon Sinn. Also ja. Das ist ja auch, da sitzt ja auch WCW Headquarter, beziehungsweise saß natürlich. Ja, im CNN Center, um genau zu sein. Da war er wohl auch in einer Stable, und zwar in Dudes with Attitude. Ja? Ja, super. Okay. Sagt nicht. Mir nichts. Ja, mir auch nicht. War wohl noch der Junkyard Dog, Lex Luger, Paul Orndorff, Rick Steiner, Scott Steiner und Sting drin. Sagt mir aber ehrlich gesagt auch nichts. Aha. Das ist ein halbe Wolfpack. Ja. Vorgänger davon. Also ungefähr. Bei Baywatch hat er mitgespielt, ebenfalls 1993. Ja, habe ich gesehen. Ja, an die Folge erinnere ich mich auch. Ja. Bei Thunder in Paradise. Und da kann ich mich noch dran erinnern. Da hat er irgendwie so eine Art Scheich mit dem Schwert gespielt.
Stimmt, ja, er hat irgendwie so eine Art Leibwächter oder sowas gespielt. Er hat nur geschrien und so. Das ist die Szene, die ich jetzt noch im Kopf habe. Aber als Schauspieler fand ich ihn gar nicht so schlecht. Also, einem der ersten Herkules-Filme da. Bei der Adaption mit Kevin Sorbo, da habe ich ihn, das war, glaube ich, sogar der erste Herkules-Film davon. Da hat er mitgespielt. Ach, die Serie. Ja, ja, da gab es am Anfang irgendwie 2-3 Filme von. Mhm. Mit so einem Minotaurus, wie war das wohl der Teil? Und da kam er auch drin vor, fand ich ziemlich lustig. Auch nicht schlecht. Als Riese halt. Wer hätte es erwartet? Ja, und das auch so zu seiner Höchstzeit, also um 93 rum. Sprich WrestleMania 9. Ja. Und leider hat ihn dann seine Krankheit eingeholt. Er litt dann unter, ja, wie gesagt, schon Diabetes und Nierenversagen und musste an Dialysegeräte angeschlossen werden. Und das ist natürlich dann auch kein Leben mehr. Und er starb im Krankenhaus. Ja. Nicht schön. Ist die Todesursache eigentlich bekannt oder ist es einfach aufgrund von seiner Größe Diabetes und was er alles gehabt hat? Vielleicht einen diabetischen Schock. Das könnte sein. Bietet sich an. Dann. Er hat ja auch die letzten Jahre von Sozialhilfe gelebt, hat man mitbekommen. Ja. Tragisch eigentlich. Ja, kein schönes Ende. Nee, ich verstehe auch nicht, warum die WWE da keine Unterstützung gegeben hat, irgendwie finanziell. Ich weiß auch nicht, warum sie sich letztendlich getrennt haben. Ob sie im Guten auseinandergegangen sind. Ja gut, mit der Unterstützung, oder ich weiß ja auch nicht, wie das in Argentinien aussieht mit der Krankenversicherung. Das ist ja auch immer so eine Geschichte. Man kennt das ja aus den USA höchstens, dass das nicht immer ganz einfach ist. Ohne Moos nichts los, so nach dem Motto. Ja, wirklich. Ja. Ja, natürlich. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, nach der WWE ist er nach Japan gegangen und sein letztes Match hat er gegen Great Muta bestritten am 8.2.95. Auch sicher nicht das Schlechteste. Nee, also eigentlich ein schöner Abschied, ja, würde ich mal sagen. So mancher würde sich das seine ganze Karriere lang wünschen. Ja. Und Giant Gonzalez schafft das mit relativ wenig Karriere, sage ich jetzt mal, wenig Aufbau, aber dafür eben umso mehr mit Statur und Ausstrahlung auch. Natürlich immer mal wieder die Vergleiche gezogen zum heutigen Great Khali, der ja ähnlich imposant, wenn auch natürlich unbeweglich daherkommt, aber ich denke, es ist auch eine andere Zeit und ja. Auch, aber das war auch der Grund, dass er dem Profi-Wrestling den Rücken kehren musste. Weil er einfach bei seiner Größe zu unbeweglich war. Ja, gut. So sagt es Wikipedia. Ja. Ob man das jetzt so nimmt, sei dahingestellt. Naja, ja, große Wrestler waren jetzt nie, war nie ein langes Leben vorausbeschert irgendwie. Also ich denke dann Andrew the Giant, dann Giant Gonzalez und Big John Studd. Big John Studd, ja, zum Beispiel, war ja auch ziemlich groß. Könnte man bei dem Namen vermuten. Ja, es ging. Aber ich glaube, 2,5 Meter oder so. Also auf, wieder nicht. Sehr schade. Ja, und auch Great Khali hatte ja schon einige gesundheitliche Probleme. Dann immer mal eine Pause angedeutet und dann doch nicht eingehalten. Ja. Wollen wir hoffen, auch wenn er im Ring natürlich nicht gerade das Gelbe vom Ei ist, dass er noch einige Zeit erhalten bleibt. Er hat immerhin mal einen SummerSlam geheadlined, ne? Ja, richtig, aber auch World Champion. Ja. Ja. Gut, ja, wir verabschieden uns von Giant Gonzalez. Oder El Gigante. El Gigante. Und ich würde sagen, wenn keiner von euch mehr was hat, dann stürzen wir uns mal in die offizielle Ausgabe.
Bis gleich. Zurück bei Moon Talk und wir kümmern uns jetzt um die Nacht der Nächte, um den goldigsten Pay-Per-View des Jahres. Ist es nicht schön? Night of Champions, wie fandet ihr denn dieses Malheur? Was, Malheur? Nein, es war ja fast in Ordnung. Ja, viele haben ja gesagt unterdurchschnittlich, aber ich fand es jetzt nicht super gut, aber verkehrt war er auch nicht. Ich schwanke, also wenn ich Noten geben würde, würde ich zwischen einer 3 plus und einer 2 minus schwanken. Aha. Also das finde ich schon fast so gut. Das Lustige fand ich, dass ich eigentlich die Sachen, die andere schlecht fanden, gut fand und umgekehrt. Ich fand zum Beispiel Punk gegen Big Show fand ich relativ ordentlich. Was? Ja. Also bitte. Siehste? Und Scheiß. Aber auch nur, weil mir Punk sehr gut gefällt in seiner jetzigen Rolle und weil seine lustige Aktion nach draußen sehr ordentlich war. Seine Swanton-Bomb da. Dann fangen wir es mal vorne an. Fangen wir mal ganz von vorne an, ja, natürlich. Erstmal das Theme, würde ich jetzt schon mal sagen, Pay-Per-View-Theme des Jahres. Weil es... bin ich gar nicht so im Kopf. Weil es individuell war. Ja, es war sehr klassisch. Weil es klassisch war, weil es instrumental war, weil es jetzt nicht irgendwie eine komische Band, die gehypt werden musste, war. Also scheiße. Nein. ich hab's gerade echt nicht im Kopf. Ja, das vielleicht, muss man auch nicht. Vielleicht wollten sie mal was GEMA-freies spielen oder so. Kostet alles so viel, ne? Ja. Und die Frauenstimme war ja auch toll, ne? Diese Promo-Stimme. Ja, diese Promo hatten sie vorher bei SmackDown schon gezeigt, ne? Das ist quasi Auf dem Video. Hm? Zum Raw-Main-Event. Ja.
Gut, man hätte natürlich in Anlehnung an den Main Event hätte man natürlich auch Unforgiven 99 nochmal einspielen können. Six Mortal Men. Stimmt, ja. Mhm. Und dann die Stimme ist geil, ja, von der Frau. Also, naja. Wie so eine Hexe hört. Vielleicht der falsche Ausdruck, aber. Ja, aber geil ist wirklich der falsche Ausdruck, ja. Aber. Wie dann die Kerze da ausweht und sowas. Ja, damals haben sie sich noch viel Mühe gegeben. Dolph Ziggler verteidigte seinen IC-Title gegen Kofi Kingston mit der speziellen Regel, dass Dolph Ziggler auch den Titel durch DQ oder Countout verlieren könnte, wenn er denn wollen würde. Und das wurde auch gleich ins Match sehr gut mit eingebaut. Mit Vicky Guerrero und Caitlin. Und Vicky Guerrero, die ja ein bisschen aussah wie Nena, ich dachte, die fängt gleich an, 99 Luftballons am Ring zu hat versucht, ins Match einzugreifen und Dolph Ziggler hat sie immer wieder davon abgehalten. Ja, das war doch totaler Quatsch, oder? Warum? Ja, sie wusste doch, dass er dann den Titel verliert. Ja, aber Vicky ist ja doof und Dolph Ziggler, der steht ja im Ring, der hat ja mehr Übersicht. Ja, aber so doof? Also, ja. Das fand ich echt schon, weiß ich nicht. Zu dämlich dahin zu stellen, das geht auch nicht. Wie fandet ihr das Match eigentlich? Erstmal muss ich sagen, dass ich Dolph mit seiner, mit seinem Halsbändchen ein bisschen, dass ich finde, dass er jetzt aussieht wie ein Stripper. Ja. Das Match ging eigentlich. Ja. War jetzt gar nicht so schlecht. Besser als das vom SummerSlam. Mit dem Halsbändchen? Ja. Oder wie ein Priester vielleicht? Nein. Ich dachte eher ein Schwiegersohn. Vielleicht ein Schwuler, jawohl, ich wollte gerade sagen, vielleicht ein schwuler Priester, aber es liegt ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Deswegen, ja. Ein schwuler Priester. Nein, lieber nicht. So, Spaß beiseite. Ja, aber wirklich. Ich musste an ein Szenario denken, ein Sinnbild für so eine Art Hundehalsband und Vicky ist sozusagen, ne, der Hundeführer. Die Herrin, ja. Also er hält Dolph an der kurzen Leine, so wirkt das ein bisschen. So von wegen, du ziehst das jetzt an für mich, Schatz. Ja. Aber die Endsequenz des Matches war wirklich gut, weil als Vicky dann nochmal auf Kofi losgehen wollte, sag ich mal, und Dolph sie davon abgehalten hat. Ja, das meinte ich. Dann drehte er sich um und dann kam Kofi, hat versucht, seinen Finisher anzubringen oder irgendwas. Und Dolph konnte das noch kontern. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, jetzt verliert er, weil er von Vicky so abgelenkt ist. Es kann auch sein, dass da das Timing nicht ganz stimmte beim Finish. Hatte ich erst gedacht. Nö, das war wirklich gut. Ja, dass da noch ein bisschen mehr Zeit dazwischen liegen müsste eigentlich. Ja, aber das kam auf jeden Fall anders, als man hätte denken können. Also weil er war so lange mit Vicky zum Schluss beschäftigt in diesem Moment. Die Fans sind da schon drauf eingegangen, da hast du schon gemerkt, als Fan, die erwarten jetzt, dass er deswegen verliert. Weil Kofi schon hinter ihm stand und bereit war und so, aber Dolph konnte noch kontern und das war gut. Ja, wir haben alle auf den Dolphster getippt. Der hat seinen Titel verteidigt, erfolgreich. Kann man nichts gegen sagen, wir haben alle einen Punkt. Hurra. Ach, Moment. Ja, genau. Dürfen wir ja nicht vergessen. Aber für jeden einmal. Für euch alle? Nein, ja. nur für SPD, wenn er einen Punkt macht. Nur für mich einen Punkt. Und für mich auch. Bitte. Nein. Du besorgst dir selber eine Lampe. Du kannst ja Pokerchips sortieren oder so. Oder Lebkuchen backen. Big Show gegen CM Punk, das einzige Nicht-Titel-Match an diesem Abend, was aber unbedingt auf diese Pay-Per-View-Card musste, warum auch immer. Leider ein klarer Sieg von Big Show und ich habe es eben schon erwähnt. Eigentlich, ja, Punk gefällt mir ganz gut. Hätte noch wenn ein bisschen er, wenn er verliert, oder was? Wie? Wenn er verliert, oder was? Nein, nicht, wenn er verliert, allgemein. Und bei solchen Aktionen, die er zeigt, und bei solchen hervorragenden Promos, die er abliefert. Ja, es hat ja sogar eine Phantom-Bomb nach draußen gegeben. Ja. Ja, gab es. Wurde, glaube ich, auch erwähnt. Es ist so lange her, ich erinnere mich nicht mehr. In deinem Alter vergisst man halt schneller. Ja, natürlich. Das dauert keine 2 Minuten, habe ich schon vergessen, was ich gesagt habe. Der Opa von Moontalk. Richtig. Oh Mann, ich glaube, ihr drei seid zusammen so alt wie ich. Ich habe den Insider gerade verstanden, kann sogar ein Outsider ist.
Weil man kann es ja als User hören, dass JFK schon vor ein paar Minuten das erwähnt hat. Danke, Conway. Ja. Ich habe als einziger auf Big Show getippt. So. Wie kommt's? Ja, so viel mal zum Thema Altersschwachsinnigkeit. Dement. Ja, nur weil du das tippst, was die Booker, die sind bestimmt auch altersschwachsinnig. Ja. Ja, das Gefühl habe ich manchmal wirklich. Ja, Moment, aber man muss ja so denken wie die. Ne? Das ist schwer. So. Hätte ich jetzt eine Lampe, würde ich sie anfassen. Anfassen. So. Die versteigert SPD irgendwann bei eBay. SPD wird nie irgendeine Lampe versteigern, weil er ein Lampenfetischist ist. Ja. Hast du es gelesen? Natürlich. Nicht meine guten Lampen, ich stehe auf Lampen. Ja, okay, ich habe ein paar Neonröhren, da könnte ich vielleicht mal eine von. Kannst du ja beim nächsten Fans bringen die Waffen mit, Match, kannst du die ja mit. Dann bringe ich meine Lavalampe mit, also wenn schon, dann schon. Oh. Vorher noch eine Stunde am Netz lassen, dann läuft das. Fans bringt die Waffen mit, Match. Ja, United States Championship. Und es wurde ja Zeit, dass... Ja, warte mal, wer hat denn alles auf Big Show getippt? Nur du, oder? Nur ich. The Miz, also gehst du mit 2 Punkten in Führung. Wie? Ja, 2-1 für JFK. Ja, aber dann gehe ich ja nicht mit 2 Punkten in Führung. Ach so meinst du, ja, insgesamt. Ja. Okay. Das Alter hat ja auch mit der Weisheit zu tun, ja. Jetzt schleim dich nicht ein. Ja, nee, ich wollte damit nur verdeutlichen, dass er alt ist. Okay, ja, United States Championship Match. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ja, gut. So viel zum Thema Weisheit. Cyber Mike hat nämlich auf Miss getippt. Und das war nicht ganz richtig. Es war ja nur eine Frage der Zeit, wann The Miz den US-Title verliert, weil er ja durch Money in the Bank ja eigentlich mal, ja, freie Bahn haben müsste. Sozusagen. Aber ich fand's so offensichtlich einfach. Das war schade daran. Na, zum Finish hin fand ich's gar nicht mehr so offensichtlich, ehrlich gesagt. Ja. Da habe ich die ganze Zeit überlegt, na, kriegt er jetzt schon den Titel oder fällt Miss noch irgendwas ein, kommt er nochmal ins Seil, aber die haben ja den LeBell-Lock, den haben sie ja so gepusht und gehypt, das war ja nicht mehr feierlich. Aber auch eine gute Chemie zwischen Miss und Brian, also finde ich. Ja, interessant auf jeden Fall. Miss hat schon damals vor einigen Jahren ein sehr gutes Pay-Per-View-Match gegen CM Punk gezeigt. Und damals wurde ihm das noch nicht so zugesprochen, dass er auch sowohl Promos als auch Ringarbeit gut abliefert. Also er hat sich schon die letzten 2 Jahre, würde ich jetzt sagen, hat er sich schon wesentlich gebessert. Ja, ich glaube, sein einziges schlechtes Match war der Boxkampf gegen Daniel Puder. Gab's den? Bei Tough Enough, ja. Oh Gott, habe ich nicht gesehen. So. Hat man da was verpasst, wenn man den nicht gesehen hat? Ja, als no. Ja, man sollte vielleicht sagen, Daniel Bryan ist jetzt neuer United States Champion. Richtig. Das bringt seinen Titelwechsel mit sich. Hui. Hui. Vor kurzem noch ohne Vertrag und jetzt US Champ. Ja, es kann ja auch durchaus einen Zusammenhang da gegeben haben. Hm. Ne? Ach Mann. Ja. Ja, für mich Match of the Night. Nö. Ach nicht? Obwohl es gut war. Na gut, dann für mich doch nicht Match of the Night, aber darf ich doch sagen, wenn es so war. Nein. Na gut, dann sage ich das jetzt nicht. Sonst bringe ich noch einen Alterswitz. Mach bitte, bitte. Nee. JFK fand Ric Flair schon bei seinem Debüt scheiße. Aha. Ja. Der zieht, ne? Ja, absolut. Der ist aber erst ein bisschen später los. Der muss erst zünden. Der muss erst sacken. Ja. Der muss erst sacken. Ja. Kam da jetzt Alex Riley bei dem Match vor? Ich kann mich nicht genau erinnern. Ja, der turnte so ein bisschen da rum. Ja. Zivil. Der ist doch da noch umgehauen worden zum Schluss von Daniel Bryan. Ich musste mal aufpassen, dass ich nicht Bryan Danielson sage. Darfst du ruhig. Du wirst hier jetzt nicht dafür gefeuert. Der American Dragon Daniel Bryan hört sich komisch an, oder? Ja, sehr, sehr eigenartige Neuigkeiten. Das ist ein Schwabe, sagt natürlich. Ja, was ist das jetzt mit dem Superman da? Ist das jetzt sein
Ich weiß auch nicht, wer ich das ausgedacht hat. Komisch, auf jeden Fall. Passt gar nicht zu ihm. Ich glaube, die wollen ihn demontieren. Ja, und was ist denn mit Kaval? Ach, Kaval muss einen Schabo-Job. Was soll der Heel-Turn? Ja. Ich habe gelesen, dass Kaval da, dafür bekannt ist, dass er Backstage der K-Fab wart. Richtig, ja. Mhm. Hast du das nicht schon letzte Ausgabe erwähnt? Nein, das habe ich, als wir off-air. Ach so. Richtig, ja. Der Aha. ist, finde ich, auch irgendwie lustig. Du kannst dir merken, was du on-air und off-air sagst. So. Nee, das weiß ich noch, dass ich das off-air gesagt habe. So. JFK, du da einen Witz rausgehauen hast, den ich sehr lustig fand. Ja, aber man weiß nicht, ob er wirklich verletzt ist oder nur so tut. Habe ich vergessen. Ich dachte, ich habe jetzt gehofft, dass du ihn nochmal bringst. Nee, habe ich ja vergessen. Wie denn? Team Lay Cool gegen Melina. Es ging um die Unification der beiden Women's Title, beziehungsweise des einen klassischen Women's Title und des neuen, nicht ganz so gut angekommenen Schmetterlingstitel. Boring. Wie? Boring. Ach komm. Boring. Das beim Pay-Per-View davor, das Divas-Match war langweiliger. Ich fand's auch nicht gut, das hier. Ja, und die Lumberjills haben das jetzt auch nicht so wirklich aufgewertet. Nee, die haben auch ganz komisch reagiert, fand ich. Ich finde auch so. Aufgehauen und mal nicht. Ich finde auch, Melina seit ihrem Comeback, sie darf ja irgendwie nicht mehr so alles ausspielen. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht hat sie auch Angst, dass sie sich verletzt und dann wieder ausfällt oder so. Auf jeden Fall hat Melina, glaube ich, ein bisschen zurückgeschraubt. Es gab da ein paar schöne Ohrfeigen von neben McCool gegen ein paar Außenstehende. Erinnert ihr euch noch an die, an eins der letzten Matches von Melina, als sie von Beth Phoenix mit ihrem eigenen Fuß verprügelt wurde? Was? Nee. Nee. Schade. Wirklich. Gut. Ich dachte, man kann das ja nochmal so erwähnen. Conway hat als einziger auf Lay Cool getippt. Ja, ich habe keine Lampe, dafür mache ich das. Ja, hat man sehr gehört? Schön. Was war denn das jetzt? Dein Bürostuhl? Ja. Ja. Als ob es ein Hamster quält. Das klingt wie ein Pinguin mit Rheuma. Unglaublich. Wie steht's denn jetzt überhaupt? Wir beide haben 3, SPD hat 2 und Cybermike hat 1. Oh, sehr schön. Dann muss ich jetzt nur noch den Conway weghauen. Am besten beim großartigen. Ich habe gehört, diesmal gewinnt der, wo die wenigsten Punkte hat. Heavyweight Championship. Match. Was du mal hörst. Ja, habe ich falsch gehört, oder? Den beiden. Ach, warten Sie, was du dir so anhörst. Halbbrüdern. Moon Talk. Namens. Ja. Oder wie JFK früher gesagt hat, Moon Talk. Callaway. Kane gegen den Undertaker. Einfach so weiter. Ich versuch's. Callaway. Ich versuch's. Ja, war furchtbar, das Match. Ja, das Match war furchtbar, weil hier Conway und ich daneben lagen mit unserem Draw. Das auch? Aber ich fand's Match auch furchtbar. Das Match war... Was habt ihr denn? Sehr, ich fand's sehr ein bisschen zu lang, dafür, dass sie sich nur gebrawlt haben, aber so schlecht war es. Lange Matches müssen nicht aus Prinzip schlecht sein. Es kann ja, man ist aber anderes von den beiden gewohnt. Vielleicht wollten sie mal was anders machen. Vielleicht haben sie gedacht, ach, heute überraschen wir mal die Fans mit was ganz Großem. Heute ja, machen wir nur ist ja das halbe Geschwindigkeit jetzt und halbe Leistung. Was? Vielleicht ist ja das Appetithäppchen jetzt bei Hell in a Cell. Take auf Sprung da in die Zeitnehmer-Ecke war doch lustig. Ich fand das Finish auch irgendwie komisch. Er war irgendwie wohl erschöpft und hat sich in die Ecke geklemmt und dann dachte sich Kane, ach, der steht da gerade so günstig. Ja gut, wenn man SmackDown von letzter Woche gesehen hat, dann ergibt es aber auch ein bisschen Sinn, warum er da so erschöpft stand. Vegetativen Status. Ja. Jetzt ist ja Paul Bearer wieder da. Oh, yeah. Ich mag Paul. Ob die das wieder aufgreifen jetzt mit der Concrete Crypt? Nie im Leben. Nee, ich glaube auch. Ist nie passiert, so nach dem Motto. Ja. Ist nie passiert. Ich glaube, das ist schon am Tag darauf nie passiert, oder? Das war einfach damals nur für den Pay-Per-View als Highlight so ein Schocker-Moment. Oder Paul zieht sich noch ein paar Steine aus der Tasche und sagt, ich konnte mich dann vor kurzem befreien.
6 Jahre hat es gedauert. Ja, so wie Han Solo im Rückkehr der Jedi-Ritter. Zum Beispiel. Ja. Ja, SPD und Mike, ihr habt beide auf Kane getippt. Auf den Taker hat gar keiner von uns getippt. Das könnte sich bei Hell in a Cell ändern, schlagartig, dramatisch. Auf jeden Fall hier. Dramatisch. Ich glaube, der erste klare Sieg von Kane gegen den Taker bei einem Singles-Pay-Per-View-Match, oder? Vertue ich mich da? Ja, ich vertue mich. Ne? Bestätige ich jetzt einfach mal so. Okay. Naja, JFK und ich waren ja im Live-Ticker, ne? Und einige haben ja schon, bevor das Match überhaupt losging, die Pyro-Dinger am Ring für Kane gesehen. Und weil er bei der Entrance keine Pyros gemacht hat im Ring, wussten dann schon alle, ja, der gewinnt ja eh, sind ja die Dinger angebracht. Und so war es dann auch. Mhm. Ja, das war super. Ja. Ja. Naja. Irgendwann müssen sie da mal leere Getränkedosen anmontieren. Dann, ha! Ja. Kane macht gar nicht sein Feuerwerk. Oder sie machen das, obwohl er das Match verloren hat. Das können sie natürlich auch mal machen. Na, einer meinte ja auch, vielleicht macht der Undertaker am Ende die Pyro. Die können das auch gerne machen, wenn Cena in den Ring kommt und in der Ringecke steht und feiert. Können sie die gerne mal. Kommt Kane raus und macht seinen Move, oder was? Vor allem sieht er dann aus wie Darren Young. Oh. So. Ja, dann ein Match, was wir überhaupt nicht vorhergesagt gesehen haben. Nämlich ein Turmoil-Match. Wir haben irgendwie gedacht, ja, die machen bestimmt wieder Hard Foundation gegen Hard Dynasty gegen, wie heißen sie, Usos. Oder gegen... Weiß ich auch nicht. Oder Kurt Hawkins und Vance Archer oder die Gate Crashers oder wie auch immer. Gut, passt das. Wir lagen aber dann Ebert. Ich glaube, hab ich nicht noch gesagt, dass NXT oder so rauskommt irgendwie? Sie nur Open Invitation machen und dann NXT. Ja, sowas. Ja. Aufgekehrt. Aber. Ja. Ich bekomme hier einen halben Punkt. So sieht's aus. Denn im Team Dashing Tire war tatsächlich einer meiner beiden Picks drin. Aha. Und dafür kriege ich einen halben Punkt, finde ich. Unterstütze ich. Dashing Tire. Ja. Okay. Ist aber nicht der offizielle Name, oder? Nein, ist auch nicht von mir. Sonst wäre es ja besser. Der ist nicht schmissig genug. Nee, ist nicht schmissig. Schmissig, ja. So. Aber die Hard Dynasty hat den Titel verloren. Was sagt ihr denn dazu? Relativ unspektakulär auch noch. Ja, vor allem gleich als erstes. Gegen die Usos. Haben die sich irgendwas geleistet, wovon keiner was weiß? Was irgendwie? Ich glaube, dass sie jetzt die einfach splitten wollen. Achso, du meinst ja, auch ja, wegen... Stimmt, die hatten sich jetzt gestritten, ne? Wegen ja. Natalia oder auch. Was? Naja, D.H. Smith, der ist ja bekannt dafür. Irgendwie immer ein bisschen Probleme Backstage zu machen oder so. Also hat man zumindest gelesen. Inwiefern? Ja, ich weiß nicht, von seinem Verhalten her anscheinend. Aber das ist jetzt auch schon 2 Jahre her, dass ich das mal gelesen habe oder so. Ja, und dann halt mit seinem, ich weiß nicht, vielleicht ist er auch durch den Drogentest gefallen oder so. Ich hätte eigentlich jetzt vermutet, dass er ihn einen Singles-Push verpassen wollte. Ein bisschen wie bei Crime Time damals, irgendwie kommt mir das vor. Weil das damals Problem ist, war doch Chad sauer auf JTG. Und bei der letzten Warshow, wo Hard Dynasty nochmal verloren hat gegen Dashing Tire, da war dann D.H. Smith auch. Was ist das? Was ist das denn für ein Team? Ist das ein Team aus D.H. Smith? Und bei Essen. Szene noch im Kopf, bei der getapten Warshow, wo er Tyson Kidd dann schubst, weil der wird von McIntyre abgehalten, diesen Tag-Team-Move der Hard Dynasty zu machen. Und ja. Deshalb fällt Tyson Kidd immer gegen seinen Tag-Team-Partner, der Cody Rhodes gerade hochhält. Ja. Was ja. möchtest du uns jetzt damit sagen? Ja, freue ich mich auch. Naja, ich wollte den Vergleich ziehen zu Quarantine damals. Ach so. Oh Gott. Die gibt's eh bald wieder.
Gibt's den, ja, ich, also bestimmt, Brooklyn, aber Brooklyn. Spätestens bei Over the Limit. Das sage ich so lange, bis wir wieder zusammen sind. Ja. Nicht da behaupten kann, ich hab's ja gesagt. Mark my words und so. Ja. Genau. Ja, aber der halbe Punkt für JFK finde ich auf jeden Fall berechtigt. Ja, natürlich. Wer hat denn damit gerechnet? Also ich bin dagegen. Ja, natürlich. Das kannst du ruhig sein, du verlierst dann eh. Main Event. Haben wir alle falsch. Ich eigentlich noch mit Wladimir und Santino und Marella da, beziehungsweise mit Santino und Dings erwähnen. Wie heißt denn das Mädel da von den Usos? Tamina. Tamina, ja. Die ganze Cobra-Sache, fand ich lustig. Das war lustig, ja. Okay, jetzt können wir weitermachen. Mit dem Main Event. Mit der Sixpack Elimination. Quatsch, nicht Chamber, sondern Challenge. Sheamus hat seinen Titel nicht behalten gegen John Cena, Wade Barra, Edge, Randy Orton und Chris Jericho. Randy Orton ist der neue Champion. Ich hab's doch gesagt. Auch relativ nicht wahnsinnig interessant. Aber wie ich da mitgegangen bin beim Finish. Nach dem Big Boot hätte Schluss sein sollen. Beim Finish vielleicht. Mir ist ja erstmal die Kinnlade runtergesemmelt, als Chris Jericho nach einer Minute eliminiert wurde. Ja, das hätte man eventuell auch denken können. Nee. So schnell nun nicht. Es war ja klar, dass er nicht gewinnt. Ja, aber ach komm. Man muss einen Chris Jericho nicht so demontieren, das gehört sich nicht. Das ist schon unanständig. Da gebe ich JFK aber recht. Ja, danke. Sonst hasse ich dich. Ja, aber sonst hätten sie eventuell nicht diese lange Pause einbauen können, die dann quasi stattgefunden hat. Wäre ja doof gewesen, wenn sie dann schon 10 Minuten Matchzeit gehabt hätten und dann Jericho fliegt und sie dann 5 Minuten sich alle angucken. Wäre ja auch doof gewesen. Ich fand diese Szene jetzt gar nicht so schlecht, als Jericho total geschockt war und die anderen dann auch sich nur angeguckt haben quasi. War eine coole Szene, hat man so auch noch nicht oft gesehen. Zumal ich mir zu dem Zeitpunkt auch noch gefragt habe, ob das noch aufrecht stand mit Jericho, dass er dann quasi verlassen will, die WWE. Ich war überrascht, dass Randy Orton ihn eliminiert hat. Da hätte ich jetzt mit John Cena gerechnet irgendwie. Und auf alle bekloppen. Ja. Ich sag, Jericho kommt zum Rumble zurück als Face und gewinnt ihn. Ja, wirklich. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Würde auch von der Pause her passen, denke ich mal. Ja. Kann er mit Fozzy auftreten. Genau. Vor allen Dingen hat Orton ja nicht nur in diesem Six-Pack Elimination Challenge Match Jericho eliminiert, sondern dann auch noch bei Raw mit seinem Puttkick. Hand, ja. Ewig nicht gezeigt und jetzt einfach mal wieder so ausgepackt. Ja, auch ein Miss hat nicht eingecashed. Natürlich nicht, muss man dazu sagen. Der war völlig fertig von seinem Match gegen Daniel Bryan und Randy Orton war auch zu fit. Ja. Was natürlich absolut keinen Sinn macht, dass Miz bis jetzt noch nicht eingecashed hat, als er diese zwei Riesenchancen gegen einen völlig toten Sheamus hatte. Ich erwähne das so oft jetzt, bis mir jemand recht gibt. Ich weiß nicht, im Moment kann ich mir das auch irgendwie in einem schlechten Szenario ausdenken, wie so Miz eincashen sollte. Na, ist schwierig. Mhm. Fandet ihr eigentlich, Edge hat da irgendwas bewegt in dem Match? Leider zu wenig, aber ich fand diese eine Sequenz cool, wo er quasi ständig mit Cena, wo sie sich gegenseitig die Finisher ein paar Mal ausgekontert haben. Ja, aber ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwie hängt er so in der Schwebe. Jetzt bei Raw fand ich ihn schon wieder amüsanter, sag ich mal. Also jetzt auch nicht, dass er irgendwie was reißt, aber es ist zumindest amüsant. Ich weiß nicht, habt ihr Raw gesehen? Ja, ja. Ja, also wenn er da den Laptop einen Elbow-Drop gibt und so, das ist schon... Ich vermute, er wird dann irgendwie bei Raw entlassen und fängt dann wieder bei SmackDown an und dann kann er wieder voll aufdrehen. Könnte gut möglich sein, ja, vor allem, dass SmackDown ja ab nächster Woche auf Sci-Fi läuft. Ja, mit Live-Ausgabe. Ja. Ist das nicht schon ab dieser Woche?
Jetzt ab Freitag. Ach, ist ja schon die Woche vorbei, ja. Ich wollte eigentlich sagen, ab nächster Smackdown-Ausgabe. Quasi heute, wenn man die Ausgabe aktuell runterlädt. Ja. Bitte, was macht ihr? Was? Er meinte die Moontalk-Ausgabe. Ach so. Schon sagen. Ja, was denn sonst? Ja. Ich habe hier eine riesen Satellitenschüssel auf dem Dach. Ja, in Kanada. Dach, damit ich mir das angucken kann. In Kanada läuft Smackdown ja schon donnerstags. Tja. Aber das ist doch nicht, das ist doch live. Trotzdem. Und in den USA freitags und bei uns samstags. Freitags. Ja. So. Wenn ich überlege, früher musste man 4 Wochen warten, bis man was im deutschen Fernsehen sehen konnte. Oh. Ja, oder gar nicht. Die Auswertung. Es gibt praktisch 3 Sieger und 1 Verlierer. Sehe ich das richtig? Hey. Cyber Mike. Es gibt nur Gewinner, ja. Cyber Mike ist der Einzige, der nicht die 3 Punkte erreicht hat, wenn auch sehr knapp. Er hat 2 errungen. Und eigentlich, na, bestehe ich jetzt auf diesen Punkt von Drew McIntyre oder nicht? Das ist die Frage. Yeah. Das ist doch okay. Macht doch keinen Unterschied. Verloren hast du ja trotzdem nicht. Ja, aber dann haben du und Conway ja nicht mit mir gewonnen. Ja, das kann denen doch auch egal sein. Verloren haben die deswegen auch nicht. Es geht ja auch ein bisschen um den Sieg. Ja. Naja, ja. Wenn ich jedes Mal feiern würde, wenn ich hier gewinne, ne? Was meinst du, was dann los wäre? Na gut, dann krieg ich jetzt einen halben Punkt für Drew McIntyre. Ja, so sieht's aus. Würde ich dir jetzt zusprechen. Ich lampen, Mann. Brumm die ganze Sendung. Da spricht jetzt mal der Schotte aus mir. So. Da bin ich geizig mit dem Punkt. Ja, wollte ich gerade sagen, du bist ein bisschen geizig. Ja. Ja, das war's mit Night of Champions. Habt ihr noch irgendwelche Bemerkungen, die ihr loswerden wollt zu diesem fantastischen Pay-Per-View? Ja, ich wollte noch sagen, dass ich irgendwie 2 Tage, nachdem diese letzte Moontalk-Sendung on air ging, also so zum Runterladen da war, habe ich ins Forum meine Vermutung geschrieben, dass Randy Orton doch gewinnt. Ja. Pech gehabt. Und dass der Mist dann gegen Orton eincasht, weil die beiden sollen ja eine Fehde kriegen. Das Thema kam jetzt auch wieder hoch. Deswegen warten wir mal Hell in a Cell ab. Achso, JFK, auf wen habe ich eigentlich getippt im Main Event? Du hast auf... Sekunde. Chris Jericho. Chris Jericho getippt. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, seit wie vielen Ausgaben ich sage, Randy Orton gewinnt. Ja. Und dann gewinnt immer jemand anders. Und jetzt sage ich einmal, Chris Jericho gewinnt und dann gewinnt Randy Orton. Ja. Mein Shame ist es, wenn es noch ins Finale gekommen. Ja. Gut. Kommen wir zu Hell in a Cell, oder? Jo. Ja. Bis gleich.
Da sind wir wieder bei Moon Talk. Und der zweite Hell in a Cell Pay-Per-View steht an. Wird hoffentlich eine ganze Ecke besser als der erste, meiner Meinung nach natürlich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich fand den ersten etwas, ja, inflationär. Ich kann mich mehr erinnern. Naja. Was waren da alles? Da gab's drei Hell in a Cell Matches an einem Abend, das ist schon ein bisschen. Da gab es im Opener Undertaker gegen Punk um den World Title. Oh ja. Ah ja, stimmt, wo sie das nach vorne geholt haben. Ja. Mhm. Undertaker früh nach Hause. Gab es nicht die Generation X? In Legacy. Und gab es nicht noch Cena gegen Orton auch noch? Ja. Drei Hell in a Cell Matches an einem Abend. Warum wurde nochmal das Match Taker gegen Punk damals nach vorne geholt? Da gab es doch irgendwie einen Grund für. Ja, der Taker wollte früh nach Hause oder war irgendwie müde. Der konnte nicht so lange, der sagt, ja, ich kann kein Main-Event bestreiten, setz mich mal auf. Setz mich mal in den Füller. Ja, das war, glaube ich, der schlechteste Pay-Per-View des Jahres 2009, oder? Haben wir das nicht beschlossen? Doch, behaupten wir das nicht. Gut, jetzt wird es natürlich schwer, Over the Limit zu unterbieten. Das geht nicht. Das geht schon. Wie schlecht muss der Pay-Per-View dann bitte sein? Fragt das die WWE. Na dann. Ja, fangen wir doch mal an mit dem Unified WWE Divas Women's Knockouts, was weiß ich, Champion-Titel zwischen Michelle McCool und Natalya. Wieso Michelle McCool und nicht die andere hier, Layla? Dann meinetwegen die andere hier gegen Natalya. Ja, aber ich meine nur, warum Michelle McCool und nicht? Weil Michelle McCool Inhaberin des Gürtels ist. Ja, aber die andere läuft auch mit einem rum. Ja, aber das ist nicht offiziell. Aber davor war es doch auch so. Da durfte Layla auch nicht antreten, obwohl sie offiziell Champion war. Ja, aber Michelle McCool ist besser im Ring. Ja, ich weiß, aber müssen sie das denn so zeigen? Ja, aber Moment, damals war doch Layla gerade die Champion und nicht McCool, oder? Nee. Ja, ja. Deswegen. Ja, und jetzt ist McCool die offizielle Champion. Ja, und Layla durfte trotzdem nicht in den Ring steigen, obwohl sie offiziell Champion ist. Ja, gut, stimmt auch. Aber sie durfte ja danach nochmal bei Raw gegen Melina gewinnen. Ja. Also immer abwechselnd. Jetzt ist McCool wieder dran. Ja. Ich habe ja die Befürchtung, dass Natalya hier nur eine Füllergegnerin ist. Und ja, es kann natürlich auch sein, dass wenn der Undertaker Champion werden sollte, dann Michelle McCool ihren Gürtel nicht unbedingt verlieren dürfte. Mal so ins Blaue getippt. Was hat denn das damit jetzt zu tun? Ich sehe da immer Zusammenhänge, es tut mir leid. Ich sehe da immer die ganzen Verhältnisse hinter den Gardinen vorhängen. Kulissen, danke. Kulissen, oh je. Die McCoolissen. Ich tippe ja meine McCoolissen, genau. Titelverteidigung. Ja, ich tippe hier auch auf mich, aber cool, ganz eindeutig. Zumal sie ja sowieso mit Beth Phoenix fäden sollen. Aber, also cool, wollen wir mal festhalten, Nettie ist toll. Ja. Gut ist sie. Haben wir das auch geklärt. Ja, dem kann man wohl nur zustimmen. Ich tippe auch auf Michelle McCool. Das ist ja unspektakulär, um nicht zu sagen langweilig. Ja, das ist ja auch ein Ladies Match. Okay. Ja. Dann möchte ich jetzt gerne als nächstes das Triple Threat Submissions Count Anywhere Match um den United States Champion Titel besprechen. Moment, hast du denn jetzt alle Tipps? Was? Haben wir nicht alle auf Michelle McCool getippt? Ich bin noch am Überlegen. Ich hatte ja, letztens habt ihr auch alle auf Melina getippt und das war dann auch mein Grund zu sagen, na gut, dann tippe ich auf McCool und ich hatte Glück. Gut, man soll das Glück nicht ausreizen, aber... Du tippst auf einen Draw. Ich tippe auf Natalya. Oh. Und... Oh, Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, weißt du, die Hard Dynasty hat jetzt keine Tag Team Gürtel mehr und ohne Titel sind die vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht. Ich nehme einfach Natalya. Weiß ich nicht. Ich riskiere das. Vielleicht ist auch Natalya durch einen Drogentest gefallen und darf den Titel jetzt nicht gewinnen. Quatsch.
nicht? Die Amboss-Lette. Wie schon gesagt, Triple Threat Submissions Count Anywhere Match um den United States Champion Titel zwischen Daniel Bryan, dem neuen Champion, The Miz und John Morrison. Ja, schönes Match auf jeden Fall. Könnte ja, Match of the Night werden. Aber nicht bei der Stipulation. Das ist schon schwieriger, ja. Was muss man sich jetzt unter Submissions Count Anywhere Match vorstellen? Das heißt, Submissions sind überall erlaubt. Richtig. Drin. Ja, ich hatte die Vermutung, dass Pinfalls auch noch überall erlaubt sind, aber JFK meinte, dem ist nicht so. Dem ist nicht so. Und warum nicht? Doppelt unterstrichen, dem ist nicht so. Ja, mir hast du es zwar im Vorhin schon mal erklärt, aber die Zuschauer wollen, oder beziehungsweise die Zuhörer wollen das ja jetzt auch wissen. Lies mir doch mal die Stipulation vor. Bei Raw wurde gesagt, ein... Nee, das steht da nicht. Nein, das hat man da aber gesagt. Ein False Count Anywhere Submission Match. Ja. So stand das bei Raw. Ja. Und ein Fall kann auch eine Submission sein. Ja, aber auch ein Pin, oder? Es kann auch ein Pin sein, aber hier geht es ausschließlich um Submissions. Ein Pin ist ein Pinfall und ein Submission ist auch ein Fall, aber eben nur Submission. Oder andersrum gesehen, ein Match ist ein Match und ein Submission Match ist ein Submission Match. Sag das dreimal hintereinander ganz schnell. Ja. Deswegen heißt es nicht Fall Counts Anywhere Match. Das ist so wie Dungeon Match und das ist überall, sondern Submission Match. Fall Counts Anywhere Submission Match. Also überall zählt eine Submission. Richtig. Und alles andere zählt nicht. Das wird kein Match of the Night, weil das, denke ich mal, weil sich diese Submission-Moves so lange ziehen können, ja. Oh. Ne, ich habe ja schon gesagt, John Morrison macht so lange Starship Pain, bis alle aufgibt. Ja. Immer wieder. Ja, er ist ja bekannt für seine großartigen Submission-Moves. Aber wo sie das beim Triple Threat mal recht cool ist, wenn er dann irgendwie ein Pin ist, oder wie dann in dem Fall hier Submission, da kann ja dann der Dritte schnell eingreifen, was er dann auch muss. Glaubt ihr, dass Daniel Bryan vom Heel-Turn steht? Der hat ja sogar auf Morrison eingeschlagen. Ne? Bei Raw. Nein, Morrison hat angefangen. Was? Ist mir gar nicht aufgefallen. Der hat ja, Bryan ist rausgesprungen, hat beide erwischt und darauf ist Morrison böse geworden und hat zugeschlagen. So, dann ist er jetzt... Was aggressiv ist aber. Wirklich. Ja, so hat man ihn zumindest reingekriegt in das Match. Ja, ja, toll. Wollen wir hier eine Zusatzwette machen? Ich behaupte, es gibt eine... Dreifachverknotung innerhalb des Matches. Oh. Ja, dann hast du einen Tipp, aber wir haben alle keinen. Entweder wir sind dafür oder dagegen oder was? Richtig. Ja. Nein, also ich glaube, das ist The Miz hier tappt. Und zwar von Daniel Bryan. Ja, wir können vielleicht tippen, wer aufgibt und wer. Das Problem ist, ja, also das Problem ist, Miz darf eigentlich nicht den Titel wieder gewinnen, weil er Mr. Money in the Bank ist. Und er darf aber auch nicht tappen, eben weil er Mr. Money in the Bank ist. Das heißt, eigentlich müsste sich The Miz komplett raushalten und Daniel Bryan müsste John Morrison zur Aufgabe bringen. Ich behaupte das auch. Dass die dann was haltet ihr eigentlich davon, wenn The Miz sagt, ich habe keinen Bock mehr auf euch, ich habe andere Ziele oder so? Ich meine, der geht einfach. Ja, er wird ja so dargestellt, dass er den Titel, dass der ihm noch was wert ist. Sehen gern wieder hätte. Aber wenn Daniel Bryan Morrison zur Aufgabe bringt, dann hätten die beiden vielleicht eine Fehde im Aufbau. Und der Miz kann sich um andere Sachen kümmern. Ja, aber Morrison braucht doch den scheiß US-Teil nicht mehr. Nee, das ist richtig. Schon lange nicht mehr. Das könnte, ja, könnte natürlich auch sein, dass John Morrison den Titel gewinnt. Nein, ich glaube, dass The Morrison. Dass The Miz hier tappt, und zwar aus dem Grund, weil der letztes Mal quasi noch behauptet hat, ja, ich war krank und so, und ich war verletzt. Überkrank. Und jetzt sowas von eindeutig aufgehen muss, dass er sich nicht mehr rausreden kann. Ja, dann ist die Sache dann auch denn, was glaubt ihr denn, was Miz und Morrison für einen Zusammenhalt da in dem Match haben, weil immerhin waren die ein Tag-Team zusammen. Ja, ich glaube gar keinen. Gar nicht. Wird gar nicht mehr in Bezug drauf genommen, glaube ich, in dem Match. Und was ist mit Alex Riley? Der könnte natürlich schon irgendwie mal eingreifen. Der hält vielleicht, das wäre jetzt eine Idee, quasi, wie soll ich sagen, The Miz hat irgendwen im Submission-Move und Alex Riley hält den dritten Mann davon ab, davon einzugreifen. Versteht ihr?
Das würde dann aber quasi dann jetzt bedeuten, dass The Miz gewinnt. Hm. Nee, was hat The Miz denn für einen Submission-Move? Gute Frage. Eine Submission. Uiuiui. Ja, ich weiß nur noch nicht, wie die aussehen soll. Die Wortspiele, die ihr hauen, mir fällt hier um. Hey, selbst John Cena hat schon ein Submission-Match gewonnen, ja. Er hat ja auch diesen übelsten Gräber Submission-Move, ne? STF, ja, wow. Den kann ich gar nicht haben. Den Crossface, was Daniel Bryan ansetzt, der ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Hey, bei wem geht's da jetzt so ab? Bei mir. Jetzt los. Schon mal was gehört von Ton aus? Ja, wir wissen, dass ich jetzt den anrufen werde in der Zeit. Aber sag mal, SPD, du musst, glaube ich, noch ein paar Mal deine Lampe anfassen. Du hast ja noch ein paar Punkte gemacht, ne? Moment, ich geh gleich los. Zack, 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 zack. Ich hoffe, das war gut. Ja, drei. So, wir tippen alle auf Daniel Bryan, denke ich mal. Bis auf Conway, der tippt auf einen Draw. Nee. Ich tippe auch auf Daniel Bryan. Der sagt, dass alle synchron sich auf den Boden legen und tappen. Ja, bei deinem Dreier-Submission-Ding müsste das passieren. Aber ja. Ich glaube, dass es kein cleaner Sieg wird. Ja, wahrscheinlich. Bei Submission kann man noch nur clean gewinnen, oder? Eben. Ja, ich weiß nicht, der Alex Riley macht mich da noch ein bisschen... Ja, na okay, wie gesagt, der könnte... Da gibt es kein clean und unclean, da ist alles ja, erlaubt. Ja, aber ich meinte jetzt clean in dem Sinne, dass er vielleicht aus 10 Mist den Koffer überzieht und dann haut Daniel Bryan Alex Riley um und dann gibt's halt noch einen Submission-Move. Das ist viel zu kompliziert. Daniel Bryan wird John Morrison zur Aufgabe bringen. Ja, würde ich zumindest am ehesten denken. Ja. Weil für Miz wäre das jetzt nur schlecht, wenn er noch aufgibt. Das tippt auch der Conway. Jo. Siehst du? Also ich sag Daniel Bryan mit Submission Move an The Miz. So. Toll. Und was sagt SPD? Nachdem Cyber Mike ja schon unseren Mr. Money in the Bank demontiert hat. Ich war mir eigentlich fast sicher mit Daniel Bryan. Ja, ich bleib bei meinem ersten Tipp, Daniel Gut. Bryan. Ja, aber an wem wird dann Submission ansetzen? An The Miz. Ja, haben wir zweimal Miz und zweimal Morrison. So, wir haben eine quasi... Also, das ist dann Zusatzpunkt für die... Nein, wir haben eine quasi Neuauflage... von Ray gegen Punk. Nämlich John Cena gegen Wade Barra. Wenn John Cena verliert, dann muss er Nexus beitreten. Und wenn Wade Barra verliert, dann müssen sich Nexus auflösen. Das wird auch passieren. John Cena wird Wade Barra entweder im STF zum Tappen bringen oder er wird ihn böse treten. Oder er wird ihm einen Einstellungsregler verpassen und Wade Barra wird damit demontiert und damit sind Nexus Geschichte. Und es gibt dann vielleicht Nexus 2 mit Kaval und Caitlin. Einstellungsregler ist ein schönes Wort. Ja, ne? Also, Carsten Schäfer, übernimm das mal. So, dann gebe ich mal zuerst meinen Tipp ab und sag, es gibt No Contest. Weil die so schlau sind, hier draus kein Hell in a Cell Match zu machen. Eben, ja. Sind die denn völlig bescheuert? Wenn man irgendwo ein Hell in a Cell Match in diesem Jahr sinnvoll aufgebaut hat, dann ist es dieses und sie machen es nicht. Beim Hell in a Cell Baby. Ja. Also WWE ist komplett besoffen, vom obersten bis zum untersten Arbeiter. Ja, ich glaube nämlich, dass Nexus da eingreifen wird. Und? Wie das ja, für mich wird auch der Grund sein, warum Cena verliert. Du meinst, Nexus greift ein, dann wird das Match abgebrochen? Nein. No Contest irgendwie. Keine Ahnung, inwiefern, aber es wird mit Sicherheit No Contest geben. Du kannst doch nicht so groß aufbauen. Du meinst damit, die Fehde zwischen John Cena und Nexus ein bisschen vorangetrieben wird? Naja, diese spannende Fehde von Raw. Raw ist Raw. Nein, nee, ich denke, dass Cena hier verliert und Nexus beitreten muss.
Ja, ich glaube nicht, dass er dann hier turnt, aber er wird dann irgendwie versuchen, Nexus von innen kaputt zu machen. Das hatten wir bei Mysterio damals das auch. Das hatten wir bei Mysterio schon. Der wollte dann auch CM Punk heimlich. Ich glaube es einfach nicht. Drogen vielleicht gehen. Haben sie diesmal draus gelernt. Ich glaube es nicht. Ich tippe hier völlig klar auf Cena. Ja, also im Forum wurde ja schon, ne, unten rufe, dass John Cena irgendwann dann Heel turnt. Weil Vince McMahon da ja jetzt etwas offener ist für diesen Vorschlag. So war er ja auch ein bisschen pissig, dass die Merchandise-Verkäufe für das Nexus-T-Shirt nicht so gut laufen. Wenn Cena das trägt, ist natürlich der Knüller. Pass auf, Vince entwirft selbst ein Shirt. Er macht einfach nur den Namen Cena drauf und das N macht er als Nexus-N. Hm. Oder macht ein C-Nation-Shirt mit dem Nexus-N. Nexus. Schwierig darauf zu tippen. Snexus gibt's dann. Snexus, das ist auch gut, oder? Verstehe ich ja. Nicht. Snacks. Wo wir, Snacks. Wo wir C-Nexus. Verstehe ich immer noch nicht. Ah, vergiss es. Du bist einfach zu alt. Ja. Wo wir vorhin Carsten Schäfer erwähnt haben. Und auch ich bin so alt, ich tippe am längsten von uns auf Cena. Was? Da habe ich habe letztens auf Sport 1 heißt DSF ja jetzt zufällig eine Smackdown-Ausgabe gesehen. Auf Deutsch natürlich, mit Carsten Schäfer und Günther Zapf. Das ist einfach nur ein Traum, wo die beiden die geradlinige Gesellschaft. Hört sich aber gut an. Ich bin da, ey. Hört sich aber gut an, finde ich. Wie kommst du jetzt darauf? Furchtbar. Geradlinige Gesellschaft. Das machen die doch schon seit 2 Jahren. Wie kommst du denn jetzt darauf? Was hat denn das mit dem Match hier zu tun? Ja, weil ihr vorhin Carsten Schäfer erwähnt habt und dann auch noch so mit Punk und Entschuldigung, tue ich nicht wieder. Außerdem will ich mich drum rumreden, weil ich einfach nicht weiß, auf wen ich tippen soll. Ich tippe auch auf John Cena, dass er gewinnt. Man kann die Fehler ja trotzdem irgendwie. Beim nächsten Mal tippe ich als Letzter. Der Conway, der tippt mir immer alles nach. Ach komm. Ja, ist doch so. Du hast doch letztens auch auf den Draw getippt. Ja, einmal. Das hast du davon. 0 Punkte. Ich glaube, das war übrigens auch eine Premiere. Es war das erste Mal, dass ich auf den Draw getippt habe und es keins war. Oder war schon das zweite Mal? Ich weiß es nicht. Statistiker unter uns sind gefragt. Ja. Kommen wir mal zu den beiden World Title Matches. Hm. Das Rematch von Night of Champions, Undertaker, mit dem 2. Versuch gegen Kane. Und ich behaupte, diesmal packt das. Glaubt ihr denn, das wird das Main Event hier? Nein, das wird der Opener. Bleibt es denn bei 2 Hell in a Cell Matches? Ja, was da noch kommt. Ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, nachdem Cena gegen Barrett da angefangen hat, dass man da irgendwas noch ändert. Dass man den Käfig runterlässt. Ja, wenn man denkt, ach, mit einer Buy-Rate von 20.000 ist nicht so gut. Brötchen. Also Käfig kannst du auch nicht runterlassen, oder? Nee, doch, Moment, Hell in a Cell ist ja mit Dach, Entschuldigung. Ja. Stimmt. Der ohne Dach wird runtergelassen. Ja, meistens. Aber es sind ja bei einem ganz anderen Match. Kane gegen... Meint er denn, was für eine Rolle da jetzt Paul Bearer spielt? Kommt der mit in den Käfig? Ich gegen Käfig bestimmt nicht. Die machen das so wie damals bei Taker gegen Lesnar, wo dann Paul Heyman draußen stand und an der Krawatte vom Taker immer herangezogen wurde. Ja. Ja, das war... Das war sehr intens, das Match da. Hat Paul Heyman geblutet. Ich tippe jetzt einfach auf... Nicht nur Wollen wir nicht lieber über Paul Heyman sprechen? Was? Das ist echt schwierig. Ja. Tippen. Dann tippe ich als erstes, ich tippe hier auf den Taker. Er macht's. Du tippst als zweites. Achso, nope. Du hast schon. Ich habe schon auf den Taker getippt. Ist mir egal. Ich tippe trotzdem als erstes. Ich würde gern auf Kane tippen. Dann mach das doch. Nee, aber jetzt durch Paul Bearer wird der Undertaker ja wieder stark dargestellt. Was ist nach Hell in a Cell im Pay-Per-View? Ist das schon nicht serious? Nee, Bragging Rights kommt noch. Ne? Bragging Rights. Brechreiz, ja. Jetzt, aber wenn Paul Bearer außen steht am Käfig, dann wird Kane mit Sicherheit irgendwelche Sachen an den Kopf werfen, von wegen, dich kriege ich auch gleich oder sowas. Dich kriegen wir auch noch.
Ja, bei Gelegenheit. Wir? Hä? Das ist ein Film. Ach so. Naja, ich tippe jetzt einfach auf den Undertaker. Ja, also ich bin am Überlegen, weil ich sowohl beim WWE-Titel als auch beim World Heavyweight-Titel-Match diese Draws im Kopf habe, ne? Weil ich könnte mir vorstellen, der Kane hat jetzt gewonnen, dann gibt's einen Draw und dann gewinnt der Taker bei Survivor Series. Du willst jetzt nicht bei Hell in a Cell hier einen Draw tippen? Doch, mach mal bitte. Naja, weil das Ding ist, dass ich habe mir überlegt, vielleicht Turnpoint. Es ist dein Gimmick, du musst einen Draw tippen. Also Kane wird ja im Moment so... Genau, nee, er turnt und kann sich nicht entscheiden. Zum Schluss ist Paul Bearer der letzte Mann, der steht. Ja, weil... Lesnar standing. Genau. Weil Kane, das ist World Champ zum Glück. Oh Gott. Kane wird ja so dargestellt, dass er die Kräfte des Takers übernommen hat. Ja. Die basieren, was jetzt wieder klar leider wird, nicht das Move hauptsächlich auf Paul Bearer und der Urne. Da könnte man sich so überlegen, dass man die Story so dreht, dass Kane seine Kraft daher auch hat... Das ist ja wie bei Mankind 96. Aber warum ist der Undertaker dann stärker geworden bei SmackDown, wo Paul Bearer da war? Weil er wieder für Taker da stand. Die Urne, wie er da ist. Weil er dachte, ach, oh Gott. Je nachdem, in welche Richtung er die Urne hebt. Genau. Ja. Der ist dann stark, oder? Okay. Oder ja, aber okay, ein Draw vielleicht in einem Hell in a Cell Match ist ein bisschen komisch, ja. Ich weiß nicht, vielleicht passiert irgendwas Besonderes. Vielleicht zieht wieder irgendeiner von beiden den anderen irgendwie in den Ring. Oder so ein Käse, ja. Oder es kommt wieder irgendwas mit einer Rauchwolke und so ein Scheiß. Wir hatten doch irgendwie auch mal ein Käfigmatch, wo der Taker drin war und dann... Ich weiß auch nicht. Das war bei Kevin Nash oder Diesel gegen Bret Hart, wo der Undertaker nachher Diesel am Fuß unter den Ring gezogen hat. Genau. Ja. Wo er aus dem... Genau, da waren auch ganz viele Rauchwolken. Stimmt. Ich habe gerade die 98er, 99er Shows, wo The Big Show sein Debüt gibt bei der WWE und da kommt er auch aus dem Ring. Ja. Ne? Käfigmatch, Austin gegen McMahon. Ja, das war ja bei St. Valentine's Massacre. Ja. Wo es Matchen um ein paar Minuten geht, aber... Was? Vince diesen übelsten Dump auf den Tisch nimmt. Die haben sich doch ewig vorher gebrawlt durch die ganze Halle, bevor das Match angefangen hat. Ja, und aber das Match ging dann ja auch noch eine ganze Weile. Aber dieser Bump war ja schön gesprungen von McMahon. Ja, aber der sah schon hart aus, das Tisch da. War schon gut. Ich bleib trotzdem bei meinem, weiß ich nicht, Unentschieden, was weiß ich. Gut. Ja, dann freuen wir uns ja bald auf das neueste Tagebuch. Und wir tippen, oh Gott, zum dritten Mal in diesem Jahr. Um den WWE-Titel. Randy Orton gegen Sheamus. Darf ich da gleich meinen Tipp vorwegnehmen? Bitte. Ich sag Randy Orton. Einfach aus dem Grund, weil er gerade erst den Titel gewonnen hat. Ja, das andere wäre jetzt auch Quatsch. Sheamus den Titel wiederzugeben. Allerdings, ja. Ja, so, nun, ich hab überlegt, ob ich erst Sheamus tippen soll, aber ich tippe jetzt doch auf Orton. Ja, ich glaube, dass das Match auch ziemlich lang gehen wird, aber Orton wird am Ende gewinnen. Wenn er sich nicht wieder irgendwie den Arm bricht und auskugelt beim auf den Boden hauen. Oh Gott. Seit PG wird ja Hell in a Cell auch nicht mehr richtig eingesetzt. Ist wahrscheinlich dann genau wie die ersten beiden Matches nur mit dem Gitter drum, oder? Kann gut sein, ja. Oh Gott, nein, ich will nicht. Kann nicht Bound for Glory sein. Bald. Also das müssen wir erstmal austreten. Ich habe meinen Draw ja schon verschenkt, deswegen. Tippt einfach bei allem Draw. Irgendwo trifft's vielleicht. Naja, dann mache ich es hier nochmal und dann ist halt. Was? Oder du sagst einfach, du kannst dich nicht entscheiden. Nee, das Problem ist, dass ich mich frage, was man mit Sheamus macht, wenn man Orton nochmal so klar gewinnen lässt. Ich glaube nicht, dass ihm das wirklich schadet. Das würde ich auch, so würde ich das auch nicht sehen, aber ich meine, so storyline-technisch, wo willst du denn Sheamus? Der kann ja nicht dann nochmal bei Raw rauskommen und hier wieder rauskommen und dann wieder gegen Ort testen. Das bringt ja auch nichts mehr. Wartet mal. Letztes Jahr beim Main Event, ne? Da wurde doch Shawn Michaels von der Legacy auseinandergenommen und Triple H war 15 Minuten oder so Backstage und hat nach so einem Bolzenschneider gesucht. Was wäre denn, wenn er diesmal
sich ebenfalls mit einem Bolzenschneider Zugang zum Käfig verschafft. Kann man ja ruhig machen, das ist ja der Main Event höchstwahrscheinlich. Vielleicht, ein bisschen. Und dann Sheamus attackiert. Ich glaube nicht, dass er schon wieder so fit ist. Nee, nee. Ihr meint, das reicht nicht für Sheamus. Ja, also für Sheamus wird sogar meine Oma reichen. Nee, Naja, ich tippe auch auf Randy Orton, weil wir festgestellt haben, dass man auch ein Match gewinnen kann, ohne seinen Gegner zu pinnen. Gut, in einem Hell in a Cell Match ist es vielleicht nicht so leicht. Aber trotzdem. Submission geht immer. Ja, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es der Main Event sein wird. Ich glaube, Kane gegen Undertaker ist der Main Event. Ja. Gab's schon mal Orton ist so übermäßig gerade. Ja. Gab's schon mal ein Hell in a Cell Match ohne Pin? Als Entscheidung meine ich? Vielleicht letztes Jahr Taker gegen Punk irgendwie? Oh, so, jetzt googelt. Ja. Darüber können wir doch jetzt mal reden. Wir haben die Card durch und das ist doch viel spannender, das Thema. Wir können reden. Wir können reden. Über was wollt ihr denn reden? Hallo. Wollen wir nicht noch Matches tippen, die vielleicht kommen, so wie Del Rio gegen Mysterio oder so? Ja, ich sag, Alberto gewinnt. Ich hasse ihn. Nicht mehr gewinnt. Das Match kommt schon mal ein No-Contest. Das Match kommt und Alberto gewinnt. So. Siehst du, hab ich doch gesagt, es gibt No-Contest in der NSL. Was? Wie haben sie das geschafft? Weißt du es noch einer? Doch, ich glaube, es gab mal ein Hell in a Cell ohne Pin. Und zwar hat Snow gegen Big Boss Man. Na, das ist ein Kennel from Hell, oder? Ja, irgendwie so, wie das hieß, wo der Käfig im Käfig war. Sachen gibt. Das habe ich zwar jetzt nicht hier bei Google gefunden, aber. Also ich kann mich jetzt spontan nicht dran erinnern. An irgendeins. Oder es war so unbedeutend. Wahrscheinlich. Nun ja. Damit sind wir durch, oder? Mit Hell in a Cell, ja. Mit Hell in a Cell. Was gibt's denn sonst noch? Ja, wir können immer wieder unsere VZ-Gruppe bewerben. Ja, das ja, macht doch so mal. Hin und wieder vereinzelt kommen ja noch Leute dazu. Aber wir wollen mehr. Wie gesagt, das angestrebte Ziel waren ja 100, jetzt sind wir bei 81. Ja, das klappt. Und das sind ja nicht mehr so viele. Wird auch immer aktuell gehalten, halbwegs zumindest. Ja, ich könnte vielleicht erzählen, ich war am Wochenende in Marburg. Aha. Stille. ja, vielleicht ein bisschen kurz Werbung machen. Die GSW hat jetzt eine eigene Webshow, und zwar Courage. Und die kann man sich jetzt bei myvideo.de anschauen oder auf der GSW Homepage. Super. Und die GSW kommt nach Berlin mit Unstoppable. Das war Mikes Eurocorner, die werde ich dann in die 200. Am 9. Oktober umverpflanzen. Ach, schade, zur 200. reicht das dann leider nicht mehr. Dann überlegen wir was anderes. Ja. Das machen wir als extra Clip da jetzt deine 20 Sekunden. Wer Christopher Daniels kommt. Ja, so, was haltet ihr denn von Matt Hardy? Im Moment. Nicht viel. Ja, was meint ihr, raus WWE oder rein TNA? Na, laut News will die WWE mit Matt Hardy nach Hell in a Cell nochmal verhandeln, weil da wird's alles ein bisschen ruhiger, weniger Europa-Tournee-Sachen und so weiter. Weil man so groß mit ihm plant, weil er jetzt der zukünftige Top-Main-Eventer ist oder was. Aber man kann halt nicht aus dem Vertrag entlassen, weil er sonst wahrscheinlich zu TNA geht. Ja, das wäre doch. Frage toll. Ist nur, ist das wirklich so schlimm? Naja, läuft nicht sein Vertrag sogar bald aus? Ja, aber jetzt mal eine Frage. Wenn man ihn jetzt aus seinem Vertrag entlässt, dann darf er 3 Monate nicht in den Fernseher antreten.
Also er darf nicht den Fernseher eintreten. Entschuldigung, ich wollte sagen, er darf im Fernsehen nicht 3 Monate antreten, zu sehen sein. Ach so. Ja, macht ja nichts. Das habe ich gerade gesagt, er darf nie in den Fernseher eintreten, oder wie? Dann eben zu Genesis. Ja, ich glaube schon, bei TNA könnte er, glaube ich, ordentlich was reißen. Ja, machst du bei Genesis nämlich die Hardys gegen die Motor City Machine Guns und dann geht's ab. Da geht's aber wirklich ab. Ja. Ich meine auch im Urteilebereich. So Jeff oder gegen auch extra. Urteil. Oder auch extra für SPD dann ein Three-Way-Tag-Team-Match mit Generation Me. Oh, das wäre ein Traum. Das wird's mehr. Ja, noch Beer-Money da mit drin wahrscheinlich. Beer-Money. Ja. Ja. Gut. Haben wir dann auch was für TNA getan. Die sind aber nächste Woche ausführlicher dran. Ja, wie schaut es denn aus? Gibt es im Norden auch Shows, wenn wir jetzt so kleine... Das ist ja keine Euro-Ecke, das ist ja nur ein Tipp. Ach so, na gut, dann lasse ich das doch dran. Ja. Du kannst ja jetzt auch einen Tipp geben. Es gibt auch im Norden Shows. Ja, jetzt demnächst vielleicht? Jetzt demnächst. Morgen, am Samstag, dem 2. Oktober, gibt es wieder die EWP im Hangar Nummer 5 in Hannover. Super. Unter anderem mit dem Ex-WWEler Gangrel. Und Ecki Eckstein. Ich dachte, ich nenne jetzt erstmal so ein bisschen die bekannteren Namen, weil das ja jetzt auch so die Zielgruppe ist, die wir die vergangene Ausgabe angesprochen haben. Ja, finde ich gut. Was glaubt ihr denn, was bei der Live-Smackdown passieren wird? Ich meine, Nexus ist da, Cena ist da. Am 9. Oktober, wenn man nicht zur GSW möchte, kann man natürlich auch nach Rinteln fahren. Da ist die NCW. Das ist eine gute Antwort. Ich habe dir ja schon mal gesagt, Rinteln klingt wie eine Krankheit. Ja, aber da gibt es diesmal Carsten Kretschmer gegen Styx um den NCW World Title. Und es hört sich auch sehr gut an. Es gibt zum ersten Mal ein Match um den neu eingeführten NCW Tag Team Titel. Ich glaube, ich habe die Rinteln. Und es gibt zum ersten Mal Big Van Walter gegen Babyface Davis. Naja, Walter will doch keiner sehen. Was? Oh. Also ich kann den Typen nicht sehen. Das wird ein Dream-Match, das wird ein Koloss-Match. Das ist so wie Legend gegen Rhino oder so. Wie Shawn gegen Taker. Ja, so ungefähr. Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior. Ja, nur eben noch eine Gewichtsklasse drüber. Habt ihr meine Frage gehört? Doch, stell sie doch bitte nochmal. Was glaubt ihr, was bei der SmackDown-Live-Show passieren wird? Ich meine, Nexus ist da, Cena ist da. Wir können ja noch tippen, ob da was passieren wird. Ich sage nein. Ja, Rey Mysterio ist auch wieder da. Haben sie wirklich sehr schlecht beworben jetzt, die Show, muss ich sagen. Ach nein, ich weiß, was da passiert. Ja, The Rock, ne? Ja. Ja, erzähl mal. Ja, if you sag smell. Sag uns das nochmal, bitte. If you smell... Erklär uns nochmal was, erklär den User nochmal was. Soll ich das nochmal erklären? Also, Rock sagt, dass das ja eigentlich seine Show ist. Er wird dann aber ausgebuht und sagt dann, ach, die blauen Seile finde ich nicht so toll und überhaupt, ich drehe lieber Filme. Ich war übrigens die ganze Zeit der GM von Raw. Wird dann nochmal ausgebuht und geht wieder. Und das war dann das Große, was er mit Vince geplant hat für vergangenen Sommer. Quark. Wieso ist das Quark? Dann nenn mir eine bessere Idee. Wie würdest du denn Rock jetzt noch einbauen diesen Sommer? Der gar nicht irgendwie mehr. Seit einer Woche vorbei ist. Nee, da glaub, da kommt, also zumindest jetzt beim SmackDown kommt nichts mehr mit The Rock. Ist The Rock ein Lügner? Ich weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich nur terminlich alles nicht so. Machbar. Terminlich. Vielleicht braucht er dann einen Organizer. Ein PDA? Ja, so wie Joe Legend. Ja, aber ihr habt mitgekriegt, dass Jim Ross auch für SmackDown angekündigt ist, ne? Ich denke, der wird am Herz operiert. Ja, ich weiß auch nicht. Aber bei der Raw Tapping Show hieß es so. Das ist Jim Ross. Hm. In welcher Form auch immer. Ja. Guckt mal kurz hier. Hallo.
Schlabernacker. Ja. Ja. So ist das. Wollen wir nicht noch ein Quiz machen? Zur 200. vielleicht. Okay. Du kümmerst dich drum. Ich kümmere mich drum dann. Fein. Dann sind wir ja fertig. Ja. Schön. Geil, ja. Ne? Mhm. Dann sind wir nächste Woche schon wieder da. Nächste Woche schon wieder. Und so, dann Bound for Glory geht austreten, es richtig rund. Dann geht es um die WrestleMania von TNA. Hab ich gerade richtig gehört? Du möchtest zu Bound for Glory austreten? Ja, Kickoff. Ach so. Kick-off. Ich dachte austreten. Einmal. Ja, Kickoff fällt ja jetzt irgendwie so ein bisschen aus, weil das ja schon nächste Woche ist. Oh. Ja. Was meint ihr denn, was die große Überraschung ist für den 7.10.? Bitte? Was? Ich dachte, ihr überlegt wenigstens schon mal, was die große Überraschung ist für den 7.10. Ach, keine Ahnung. Ja, ich bin gespannt, wie viele Leute diese Ausgabe ziehen. die Überraschung für den 7.10., ich sag, Hogan kommt zu TNA. Zurück. Paul Heyman vielleicht. Nee. Ach. Oder Impact geht auf Reisen. Ja, das wäre auch mein Tipp. Mhm. Na. Das wird der Main Event von Hell in a Cell. Wir tippen jetzt, was am 7.10. passiert. Wahrscheinlich, dass die Spanier hier von AAA kommen. AAA. Oder AAA. Erstens sind es Mexikaner. Zweitens heißt die Liga AAA. Ja. Und drittens? Und nicht Hey Hey. Warum muss es immer drittens geben? Na, weil du es so formulierst. So aufgebaut hast. Ja, JFK wollte alle Zuhörer nochmal dran erinnern, dass ihr für die 200. Ausgabe ein, ne? Wie nennst du es? Ja, richtig. Ein Audiogruß. Ja. Das nenne ich nicht nur so, das ist einer, wenn man das richtig macht. Ein Sprachgruß. Ich also warte sehnlichst. Also das Postfach ist immer noch ratzekahl leer. Und es ist eigentlich ganz einfach. Ihr setzt euch an euren Rechner oder an den von euren Eltern oder Geschwistern oder was auch immer. Und im Internetcafé. Oder auch das, wenn euch das nicht zu peinlich ist. oder zu teuer. Und wenn es da eine Möglichkeit gibt, Sprache aufzuzeichnen mit Hilfe eines Mikrofons, dann könnt ihr das gerne machen. Und dann speichert ihr das einfach ab, so wie es ist, so wie es vorgegeben ist, vom Standardprogramm. Ihr müsst nichts weiter tun. Und dann schickt ihr das Ganze als Anhang an 200 als Zahl, also 200@moontalk.info. Ganz, ganz einfach. Bitte. Ja, bei gibt MSN kann man das gut im Messenger. Ja. Gibt auch die Möglichkeit, wer jetzt kein Headset oder so hat, der kann ja auf sein Handy irgendein Audiogruß hinterlassen. Ja, völlig egal. Also genau so eine miese Qualität, wie die ganzen Leute das schon gemacht haben, damals beim WrestleMania-Gewinnspiel von Sky mit den Kommentarspuren. Das ist völlig egal. Oh, es kann JFK, absolut ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster nehmen. Klospülung. Ich möchte nur irgendwas haben für die 200. Danke. Ich kann ja den Thread vorlesen in der 200. Das kannst du gerne machen. Das war dann aber deine letzte Ausgabe. Oh Mann. Das war schon ein Incident. Das hängt dir aber noch nach. Ne? Das hängt mir nach? Ja, wenn du jetzt schon wieder damit anfängst mit dem Kack. Schon wieder? Ja, jetzt nach so einer langen Zeit. Auch alle halbe Jahre kann man das doch mal erwähnen. Ja, wir hatten auch schon lange nicht mehr Dan jetzt seinen Titel nicht haben will. Stimmt. Vielleicht will er ja den GSW-Titel irgendwann mal nicht haben. Ach, den will er bestimmt haben. Den schenkt übrigens, er dann zu sein. Übrigens, er kommt auch am 9. Oktober nach Berlin, Christopher Daniels. Und Kevin Thorn und... Sag mal, wer ist hier alt? Warum? Weil du das schon dreimal erwähnt hast, glaube ich. Ach so, sollte jetzt keine Werbung sein. Doch, eigentlich schon. Ja, warum auch immer. Ich finde die GSW gut. Ja, sage ich auch nichts gegen. Ja. Man merkt, so. Wir sind alle müde. Ja,
Total. Ich glaube, da gibt es einige Stellen zum Schneiden für JFK. Nein, ich lasse alles so, wie es war. Raw and uncut. Ohne Musikpausen einfach so. Ja, genau. So. Vielleicht sollten wir uns jetzt verabschieden. Ich glaube, das ist. Ja, würde ich auch sagen. Wer fängt an? Wollen wir losen? Darf ich? Bitte. Ja, ja, viel Spaß bei der Live-Smackdown. Das ist bestimmt fast so geil wie ein Pay-Per-View. Vielleicht sogar besser. Und bei Hell in a Cell und bis nächste Woche dann wahrscheinlich. Tschüss. Ja. Ja, ich, ja, mach ruhig. Ich, ich muss, glaube ich, jetzt erstmal noch alles erwähnen, was ich heute nicht gesagt habe, und zwar, dass wir hier beim wohl besten deutschen Inter-Wrestling Audio Talk sind. Ach, ja, dann richtig. Noch The Boss. Ja. Dann habe ich vorhin noch vergessen zu sagen. Na komm, das war aber nicht richtig. Du machst das jetzt nochmal ordentlich. The Boss. Danke. Dann muss ich noch sagen, was wir vorhin für ein Lied gehört haben. Die Musikpause, genau. Ja, das war The Way You Move von Since October. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch euch viel Spaß beim Pay-Per-View zu wünschen und bis nächste Woche. Ja, ich verabschiede mich dann als nächstes. Ich wünsche viel Spaß bei SmackDown, bei der Live-Ausgabe. Die letzte ist schon 9 Jahre her oder so. Und ja, viel Spaß bei Hell in a Cell. Tschüss. Ich finde es immer lustig, wenn die Leute vorher sagen, ja, ich verabschiede mich jetzt als nächstes, wenn sie sich verabschieden. Dann verabschiede ich mich als letzter. So. Viel Spaß bei Hell in a Cell und beim Live-SmackDown und beim Comeback von The Rock und bei sämtlichen Titelwechseln, die uns erwarten werden. Und dann hören wir uns nächste Woche nochmal zu Bound for Glory. Tschüss und gute Nacht.